Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute mit dem Thema Listen. Und wie immer schauen wir uns erstmal an, wofür wir das, was wir jetzt gerade lernen, brauchen. Da erinnern wir uns mal zurück an die Arrays. Bei den Arrays ist es ja so, dass wenn man die einmal angelegt hat, dann haben die eine feste Länge, kann man die nicht mehr ändern. Das ist manchmal ein bisschen unpraktisch, weil wir ja in der Realität oftmals Probleme haben oder Probleme lösen wollen mit Computerprogrammen, wo wir noch gar nicht so genau wissen, wie viele Daten oder wie viele Eingangsdaten wir bekommen werden. Also es ist ein bisschen unflexibel. Es wäre also manchmal hilfreich, wenn man die Länge, je nachdem, was man an Eingangsdaten bekommt, verändern könnte. Also wenn ich zum Beispiel diese Studentenliste aus der letzten Hausaufgaben mir vorstelle, dann könnte ich ja sagen, naja, ich muss erst eingeben, wie viele Studenten ich eingebe, dann gebe ich die Student ein. Da wäre es da eigentlich schöner, wenn ich einfach immer Student eingebe, Student eingebe, Student eingebe, bis ich irgendwann mal zum Beispiel einen leeren Nachnamen eingebe und dann die Eingabe beendet wird. Ja, oder ich habe irgendwelche Dateien, von wo ich noch nicht weiß, wie viele Daten da drin sind, die lese, will ich einlesen. Ne? Wäre es ja praktisch, wenn ich das dynamisch machen könnte. Ja? So, ein Lösungsansatz dazu könnte ja sein, dass man einfach erstmal ein Array anlegt und dann, wenn man mehr Platz braucht, als in dem Array drin ist, dann legt man ein neues Array an und kopiert den Inhalt des alten Arrays da rein. Ja, das wäre mal ein Algorithmus, mit dem könnte man das Problem lösen. Wir wollen natürlich das Ganze so lösen, dass wir das nur einmal machen müssen. Also müssten wir eigentlich eine Klasse schreiben, die genau das macht. Also im Prinzip eine Klasse, die sich verhält wie ein Array. Ja, und dann innen drin mit diesen Arrays hantiert und neue Arrays anlegt, hin und her kopiert und das im Prinzip alles macht. So, und jetzt überlegen wir uns mal, was so ein Array alles kann. Na, daraus können wir dann im Prinzip ableiten, was unser Objekt nachher können muss und daraus können wir den Objekttyp bauen. Also schauen wir uns mal so ein Array an. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Array voller Integer. Würde ja so aussehen, ne? Int, eckige Klammer. Und dann stehen hier Zahlen drin. Ne? 1, 2, 5, 7, 8 und so weiter. So, was kann man jetzt mit diesem Array machen? Also wir können Zahlen reintun. Also wenn ich jetzt hier die 5 reintue, dann würde hier die 5 erscheinen. Wir können die Zahlen rausholen. Ich kann also sagen, ich möchte mit dieser 5 hier arbeiten. Ich kann fragen, wie lang das Gerät ist, also von hier bis da. Ja, das kann ich also alles mit einem Array machen. So, wenn wir uns also jetzt mal so einen Objekttyp vorstellen, nennen wir den mal Intlist für Integerliste. Dann müsste ich ja für alles, was ich hier gerade gesagt habe, eine Methode definieren. Ja, fangen wir mal mit dem einfachsten an. Public getLength. Ja, also die Längenabfrage bekommt keine Parameter, weil die Länge ja dem Array bekannt ist und gibt zurück einen Integer. So, das zweite wäre jetzt das Einspeichern. Ja, also hier die 5 soll ja da rein. Dazu brauche ich den Index und den Wert. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt hier so eine Art set add definiere, dann bekommt die zwei Parameter, nämlich einmal den Index, an welche Stelle soll es geschrieben werden, und als zweites den Value, also was soll dahin geschrieben werden. Zurückgeben tut das nichts. Ja, ist ja alles bekannt. Bleibt also noch die letzte Methode, beziehungsweise die letzte Funktion, die uns ein Array von Hause aus mitbringt, nämlich das Rausholen von Werten. Ja, das würde ich jetzt mal analog zu dem getAdd, setAddGetAdd nennen. So was brauche ich? Ich brauche die Nummer, ja, also den Index, intIndex. Und was kriege ich zurück? Ja, den Wert an der Stelle und das ist ja, weil es eine Integerliste ist, ein Integer. Gut, was ich jetzt noch ganz nett fände, wäre irgendwas, wo ich einfach hinten was dranhängen kann. Ja, also einfach eine Erweiterung von der Liste jeweils. Und die nenne ich jetzt einfach mal add. Und die müsste ja eigentlich nur noch als Parameter den Value bekommen. Ne?
Und wo das hinkommt, ergibt sich ja daraus, wie lang das Array gerade ist. So, zurückgeben tut die nichts. Gut, dann müssen wir uns mal überlegen, was brauchen wir denn als interne Variablen, beziehungsweise als Attribute? Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist, wenn wir jetzt sagen, das Array, was wir innen anlegen, ist erstmal, hat erstmal eine gewisse Größe. Wir wissen ja noch nicht, wie viele Einträge wir nachher haben werden. Es soll sehr flexibel sein. Dann brauchen wir erstmal eine Variable, in der wir abspeichern können, wie groß die Größe im Moment wirklich ist. Ja. Das wäre, denke ich mal, ein Integer. Ja, also wenn Sie jetzt 5 Elemente da reintun und das interne Array ist 10 lang und Sie fragen nach der Länge, dann würden Sie erwarten, dass das Objekt Ihnen eine 5 zurückgibt und nicht die 10 von die Länge seines internen Buffers. Da sind wir nämlich auch beim Stichwort. Wir brauchen natürlich auch dieses Array, wo die Werte natürlich am Ende liegen. Das nenne ich jetzt mal Buffer. Und das ist natürlich dann ein Array voller Integer. Gut. Was wir dann auch noch bräuchten, wäre irgendwie so eine Art Steuerinformation, um wie viel dieser Buffer jedes Mal, wenn er zu klein ist, wächst. Die nenne ich Grow. Das ist die Anzahl der Felder, die es größer wird. Und das ist natürlich dann auch ein Integer. Also so sehe dann der Objekttyp Intlist aus, ne? So wie wir es gerade entwickelt haben. Und die Hausaufgabe wäre dann, eine Liste für Strings, Integer, Double, Boolean und Studenten zu schreiben und jeweils den Konstruktor so anzulegen, dass man eine Startgröße, ne, und einen Wert übergeben kann, in dem die Liste im Bedarfsfall dann immer wächst. Ne, also das, was wir in diesem Grow abgespeichert haben. So, das heißt also, wir müssen aus diesem Objekttyp eine Java-Klasse machen. Gut, fangen wir mit dem einfachsten an. Also Public Class Intlist wäre jetzt der Name der Klasse. Und dann haben wir festgestellt, die hat 3 Attribute. Dann schreiben wir die schon mal hin. Also hier die interne Länge, Private Int Length. Dann diesen Grow, den wir ja brauchen, wenn es wachsen soll. Das heißt, also, die müssen wir uns auch irgendwo merken, wie viel wir dann wachsen. Das tun wir in diesem Private Int Grow. Ja, und natürlich den Buffer, also da, wo jetzt die Daten tatsächlich hingespeichert werden sollen, nämlich dieses Array. Das ist auch ein Integer-Array, das heißt also, passend zu unserer Integer-Klasse kann man da eben dann Integer ablegen. Wie müsste jetzt der Konstruktor aussehen? Gut, den Konstruktor, stand in der Aufgabenstellung, soll jetzt übergeben werden, so eine Startgröße, Capacity, und dieser Grow. So, das Erste, was wir also machen müssten, ist diesen Buffer anzulegen, zu sagen, okay, also die Startgröße kenne ich, also mache ich erstmal das Array in dieser Startgröße. Dann müssen wir natürlich diesen Grow irgendwo zwischenspeichern, nämlich also von dem Parameter in das Attribut. Und dann setzen wir die Länge auf 0. Das macht Sinn, im Konstruktor die Länge auf einen vernünftigen Wert zu setzen. Überhaupt macht es immer Sinn, alle Attribute im Konstruktor auf einen vernünftigen Wert zu setzen. Und ein vernünftiger Wert für eine komplett neue Liste, die so gerade entsteht, ist natürlich die Länge 0. So, wie sieht es in Java aus? Also klar, das ist unser Konstruktor, heißt genauso wie die Klasse, bekommt 2 Parameter, Capacity und Grow, ja, jeweils Integer in unserem Fall. Dann legen wir an den Buffer, ja, das ist ja unser Attribut von eben, Buffer, Int, eckige Klammer, Capacity, dann hat er gleich die richtige Größe. Dann, wie schon gesagt, den Parameter Grow in das Attribut Grow und die Länge setzen wir auf 0. Das ist eine sinnvolle Länge für eine gerade entstehende Integerliste. So, dann gibt es die Methode getLength. Das ist natürlich ganz einfach, wenn wir nämlich eine interne Variable haben, in der wir die Länge abspeichern, dann brauchen wir die einfach nur zurückgeben. Ganz wichtig, dass wir die jetzt nachher, wenn wir irgendwie was einspeichern und so weiter, auch entsprechend vernünftig setzen. Da müssen wir also bei dem SetAdd gleich darauf aufpassen, dass die Länge dann auch einen vernünftigen Wert hat. Hier kann man auch schon sehen, also dadurch, dass es jetzt quasi eine Methode gibt, mit der man die Länge abfragen kann, aber keine, mit der man sie setzen kann, ist die Länge von, ich sag mal, Veränderungen von außen geschützt. Wir setzen sie also intern selber, müssen wir nur eben noch gleich darauf achten, dass wir es auch tun. Schauen wir uns mal diese Methode SetAdd an. Die muss ja jetzt etwas komplizierter sein.
Denn die muss ja jetzt darauf achten, dass a die Länge richtig gesetzt wird und dass b im Bedarfsfall dieser Buffer verlängert wird. Na gut, Übergabe, die ergibt sich ja aus unserer Klassendefinition, ist Index und Value, ne? Also wo wird eingespeichert und was wird eingespeichert. So, das Erste, was ich mache, ist erstmal, ich definiere hier eine Zahl. Ich nenne die jetzt mal NL für New Length, neue Länge. Das ist eine Zahl und die ist jetzt mal einfach die Länge von meinem Buffer. Und jetzt schauen wir mal, ob der Index größer oder gleich diesem NL ist. Denn wenn er das ist, dann passt ja der Index nicht in den Buffer. Ne? Dann ist ja der Buffer, ne, weil es ja hier haben wir hier gerade initialisiert auf die Länge von dem Buffer, dann passt er nicht rein. Also, wenn der also nicht passt, dann machen wir die neue Länge, erhöhen wir die neue Länge um diesen Grow. Den Grow haben wir ja eben abgespeichert, das ist unser Attribut. Das machen wir jetzt also so lange, bis es passen würde. Das heißt also, diese neue Länge, die wir hier haben, wenn das jetzt die Länge von dem Buffer wäre, muss ja nicht sein, ne? Dann würde es passen. So, und dann schauen wir, passt es? Also ist die neue Länge gleich der Länge von dem Buffer? Oder nicht? Also wenn es ungleich ist, dann geht es hier weiter. Dann instanziieren wir ein neues Array. Das nennen wir jetzt einfach temp. Und zwar mit der Größe von der neuen Länge. Wir haben ja gesagt, so oft, wir haben jetzt ja hier immer so um den Grow erhöht. Das heißt, wir haben jetzt hier in der neuen Länge tatsächlich eine Länge, in die es reinpassen müsste, also in die der Index reinpassen müsste. Gut, dann Array Copy. Das haben wir in der letzten Vorlesung schon gesehen, wie man Arrays kopiert. Also kopieren wir den Inhalt von dem Buffer in das Temp. Ja, und dann müssen wir das Temp halt noch dem Buffer zuweisen. Na? Wenn wir das gemacht haben, dann ist danach unser Buffer auf jeden Fall groß genug, um an der Stelle Index etwas einzuspeichern. Und das machen wir dann auch gleich, ne? Also an der Stelle Index wird hier in dem Buffer der Value eingespeichert. So, und dann gibt es auch zwei, dann gibt es eigentlich nur zwei Fälle. Entweder der Index war kleiner als die aktuelle Länge, dann ist alles wunderbar. Oder der Index war größer als die aktuelle Länge, ne? Dann setzen wir die aktuelle Länge auf Index plus 1, ne? Weil da haben wir ja an die Endestelle was geschrieben und dann wollen wir, dass beim nächsten Mal tatsächlich gesagt wird, das ist so lang. Ne? Also wenn ich an die fünfte Stelle was schreibe, dann will ich ja, dass dass die Liste ab dann sagt, ja, ich habe sechs Elemente. Ne? Und zurückgeben tun wir nichts. Schauen wir mal. Also, das Ganze würde in Java ja so aussehen, dass ich einfach hier oben, ne, public void, also gibt nichts zurück, heißt setAdd, kriegt einen Index und einen Value und schmeißt eine Exception. Hier sehen wir das zwar nicht, dass eine Exception geworfen wird, aber wir wissen ja, dass das ArrayCopy eine Exception wirft. Ja, das heißt also, wenn hier was schief geht, wird eine Exception geworfen und fliegt dann eben aus dieser Methode raus. Deshalb braucht ihr hier oben diese Deklaration. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir setzen also diese neue Variable, New Length, auf die aktuelle Länge des Buffers. So, und solange jetzt dieser Index größer oder gleich der neuen Länge ist, machen wir die neue Länge einfach immer plus gleich grow, also wird sie immer um den grow größer. Dann haben wir die neue Länge, ne? In die würde, also wenn der Buffer so groß wäre wie die neue Länge, würde auf jeden Fall der Index reinpassen oder wäre der Index adressierbar, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir mal, ob das auch so ist, also ob die neue Länge jetzt tatsächlich der Bufferlänge ist oder nicht. Hier steht ja, also wenn die neue Länge ungleich der Bufferlänge ist, dann muss noch was getan werden. Dann brauchen wir nämlich ein neues Array. Das nennen wir jetzt mal temp. Das wird ja gleich wieder verschwinden. Und das hat gleich die Länge. Das instanzieren wir hier gleich mit der Länge, die wir gerade ausgerechnet haben. Gut, und dann gibt es ein ArrayCopy. Den kennen wir ja schon aus der letzten Vorlesung. Also hier Buffer nach temp wird kopiert. Alle Inhalte rein. Und dann ist ja in dem temp sind ja dann alle Werte drin und dann weisen wir dem Buffer den Temp zu. Aber wenn das hier schon gepasst hätte, wird er einfach hier rüberspringen und wird hier weitermachen. Dann kann ich nämlich sicher sein, dass mein Index jetzt auch in dem Buffer drin liegt und dann kann ich einfach an die indexte Stelle den Value reinschreiben. Und hier, das ist jetzt diese letzte Abfrage, die einfach noch schaut, ob der Index irgendwie
jetzt größer war oder gleich der aktuellen Länge, weil dann müssen wir die aktuelle Länge nämlich noch neu setzen. Ja, das hatten wir eben bei dem getLength, habe ich schon gesagt. Wenn wir bei dem getLength einfach nur das Length zurückgeben wollen, dann müssen wir beim Einspeichern darauf achten, dass die Länge vernünftig gesetzt wird. Und das haben wir jetzt hier auch getan. So, analog dazu gibt es jetzt das getAdd. Es gibt zurück einen Integer und bekommt einen Index, also die Stelle. Und es wirft auch eine Exception, nämlich eine Index Out of Bounds Exception. Das ist eine vorgefertigte Exception, die das Java Framework schon mitbringt. Und die wird geworfen, wenn der Index außerhalb des Bereichs liegt. Das ist übrigens auch die gleiche, die so ein Array wirft. Von daher passt es, wenn man versucht, eine Klasse zu schreiben, die sich möglichst ähnlich verhält wie so ein Array. Gut, was schaut die? Die macht die? Also, das Einfachste ist natürlich klar, die holt an der indexten Stelle aus dem Buffer den Wert und gibt den zurück. So, und da, was kann schief gehen? Der Index ist zu groß, also größer oder gleich der Länge, und dann schmeißt er eben hier diese Index Out of Bounds Exception. Also, das ist einfach nur die Abfrage, die schaut, ob wir das richtig gemacht haben oder ob wir das überhaupt auf den Index überhaupt zugreifen dürfen. Die letzte Methode, die wir uns ja noch überlegt hatten, weil ich die ganz schön fand, ist ja, dass man sagt, naja, wenn ich eh flexibel unterwegs bin, also ich habe eine flexible Klasse, dann möchte ich die auch wirklich flexibel nutzen. Da wäre es ja schön, wenn man einfach hinten was anhängt. Ich habe das Add genannt und das bekommt dann eben nur den Value. Und Sie sehen, das wirft jetzt eine Array Copy Exception, ist klar, weil das SetAdd ja auch eine werfen kann. Und was macht es? Es nimmt den Value und setzt den auf die Stelle, die längs gerade ist. Also im Prinzip auf die letzte freie Stelle. Und das SetAdd wird da dann ganz normal durchlaufen, wird erstmal checken, ob das alles passt vom Index, gegebenenfalls ein neues Array instanzieren und so weiter. Die habe ich ja schon geschrieben, kann ich also benutzen. Also hier einfach die Länge als Index benutzt und den Value übergeben. Gut. Also jetzt müsste eigentlich klar sein, wie man diese Listentypen schreibt. Und dann erweitern sie jeweils ihr Hauptprogramm so, dass sie einmal eine Int-List anlegen, mit 20 Zahlen füllen und die dann mit Hilfe einer Zählschleife ausgeben. Dann nehmen Sie das Hauptprogramm aus der letzten Hausaufgabe mit den Studenten und schauen einfach mal, dass Sie diese Studentenliste jetzt nehmen und da Ihre Studentenobjekte drin ablegen. Und dann brauchen Sie ja auch die Mengenangabe vorher nicht mehr. Und dann machen wir das so, wie ich das am Anfang ja mal beschrieben habe. Wenn Sie jetzt die Studenten abfragen, dann beenden Sie einfach die Abfrage mit einem leeren Vornamen zum Beispiel. Ja. Und dann haben wir die alle in einem Array. Dann nehmen Sie Ihre beiden Zahlenlisten, also diese Float-List und die Int-List, und fügen da eine Methode Sort hinzu. Ja, also Sie können ja im Prinzip den Bubble-Sort nehmen. Den haben wir ja schon mal geschrieben. Und der sortiert dann den Buffer. Ja. Ganz wichtig, da geben Sie bitte dann ein Parameter mit an, der angibt, ob aufsteigend oder absteigend sortiert werden soll. Na? Und dann nehmen Sie das Programm aus der vorigen Aufgabe und erweitern das so, dass nachdem das instanziert wurde und ausgegeben wurde, das sortiert wird und dann nochmal ausgegeben wird. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und dann gehen wir die Sachen im Detail ja im Plenum nochmal durch.